Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zelda Twilight Princess. Wir schauen, dass wir jetzt halt irgendwie über diese unüberwindbare Alpha-Mauer da oben kommen. Ich wuchtel da jetzt einfach mal ein bisschen mit meinem Schwert rum. Das sind ja auch irgendwelche Markierungen, vielleicht wenn ich... Ah, hier mitten will was. Die Schattenkristalle fließen wie ein Wasserfall. Da kannst du mit normalen Schwertattacken nicht viel ausrichten. Lege mehr Kraft in dein Schwert. Lass das Licht des Solar mit deinem einzigen Hieb erscheinen. Warum? Ich gehe mal ein paar Meter zurück. Ja, und ich besiege die mal. Okay, vielleicht brauche ich diesen aufgeladenen Hieb, aber was wäre, wenn ich jetzt nicht die okkulten Künste gemacht hätte? Hätte ich ja jetzt ein Problemchen. Wenn ich mich genau auf den Punkt hier stelle. Okay. Ich suche mal Herzchen. Wir gehen mal Herzchen suchen. Das scheint mir gerade irgendwie sinnvoll. Und schauen wir mal, beziehungsweise als Wolf kann man bestimmt die Buddel. Diese Fähigkeit wird er sehr gerne mal unterschätzt. Ja, vielleicht wird die unterschätzt, wenn die nichts bringt. Gut, dann schauen wir mal rein, weil da waren auch noch Krüge. Ich brauche nur 1,5 Herzen. Dem hatte ich so schön viele Herzchen. Jetzt nicht mehr. Drop dein Herz, nein. Bedauerlich. So. Damit sind wir vollgeladen. Jetzt versuchen wir unser Glück nochmal. Das ist das Einzige, was mir einfällt, aber ich würde mich fragen, was machen wir, wenn wir keine okkulte Kunst gelernt hätten? Die machen wunderschöne Geräusche. Das freut mich so richtig. Hat das ausgereicht? Nein, das hat nicht ausgereicht. Wenn ich hier noch so ein bisschen näher hingehe. Nein, wir fallen da nicht runter. Was sagt die Alte da? Die Schattenkristalle fließen wie ein Wasserfall. Da kannst du nicht mit normalen Schwerthieben nicht viel ausrichten. Lege mir Kraft in dein Schwert und lass das Licht deines Sola mit einem einzigen Hieb erscheinen. Ja, wie mache ich na das? Ist hier lustig. Bah. Gegner. Vielleicht extra hier, da wo das der Kreis ist. Gleich nochmal an. Vielleicht muss ich schneller sein.
Okay, ich habe es einfach jetzt nochmal mit Springen versucht. Hat geklappt. Manchmal sind die einfachen Wege doch die besten. Ja, bringt mir nichts. Ich habe 6 in Tropine. So, dass der die armen Bewohner nicht bedroht. Dann geht's immer durch. Ernsthaft? Ich habe 1,5 Herzen, sind diese kleinen Finger da. 2. 1 kriege ich wenigstens. Okay, da hinten ist eine Schatztruhe. Vermutlich soll ich mir die holen. Zum Menschen werden. Ich will immer zum Menschen werden. Ich finde es nicht so schön als Wolf. Wo ist diese Fledermaus, die ich dann da höre? Okay. Zum Menschen werden. Muss die wahrscheinlich da irgendwie durchkriegen, oder? Okay, einmal. Ah, Gegner, schön. Schön, das freut mich, aber dass es so viele Gegner sind. Ja, Wolf sein ist toll und so. Ich versuch's jetzt mal mit Werfen. Und weil ich damit selten Erfolg habe, nochmal so. Haben wir gut gemacht. Ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendeine Hand und will die zurücklegen. Das finde ich nämlich echt scheiße. So. Ich hoffe, es wird hier auch nicht so kompliziert, die Masterschlüssel zu finden. Da hatten wir damals im Zeitschrein, der ansonsten irgendwie kein Problem war. Das war das einzige Problem im Zeitschrein. Ah, da hinten, glaube ich, gibt es irgendwas. Und das könnte der Masterschlüssel sein. Ach, da muss ich alle drauf einmal aktivieren, denke ich. Oh, schön, 3 davon. Das freut mich. Ach, Santo. Ich habe ein bisschen Angst echt vor diesem Endfight. Darüber bin ich mir nämlich echt nicht sicher, wie das ablaufen soll. Ah, und mal 2 davon. Au! Freundlich von dir, Santo. Und ich denke, es ist der Masterschlüssel. Also ich hoffe es, weil dann steht uns ein Endgegner nichts mehr im Weg. Also auch wenn wir dann unter einer Stunde in den Tempel waren, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Nee, es ist ein kleiner Schlüssel. Cool, ich hoffe, der war nicht in irgendeinem Raum vorhin. Das wäre nicht so produktiv. So. Da oben ist diese Fledermaus, die ich in der ganzen Zeit gehört habe. Und tschüss. So ignoriert man Fledermäuse. Okay, da gibt es noch ein paar Schatztrügchen. Oh, meine Freunde. Ich hasse diese Viecher. Aber die geben immer ein Herz. Das muss man ihnen zugute halten. Das war echt scheiße und so, aber sie geben mir wenigstens immer ein Herz. Wenn sie mir die Nerven rauben, ein Herzchen kriege ich. Ich will das nicht aktivieren, ohne dass ich diese netten kleinen Viecherchen da besiegt habe.
Ich glaube, mein Schwert ist echt stärker geworden, seit es jetzt hier dieses Lichteffekt-Ding hat. Wow, ich habe, glaube ich, irgendwas unbewusst getötet. Oh cool, jetzt fahre ich nach da hinten. Okay, ich wollte es anvisieren eigentlich und dann Bogen schießen, aber es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ah, ich sehe schon, wer da hinten wieder sitzt. Nein! Also das hätte ich, ich dachte schon, dass ich das schaffe. Das war jetzt nicht so viel. Hab ich wohl geirrt. Sind da vielleicht ein paar Herzen für mich drin? So, einmal nach oben. Okay, da ist wieder Santo. Zumindest eine Maske von ihnen. Der ist safe, der entgegen einfach in diesem Tempel. Und hocken jetzt wieder 5 verschiedene Masken von ihnen rum. Ja, da hinten wieder. Schön. Unser Freund. Ein dreifacher Auswärtigung, der gerade sehr viele Kugeln auf mich ballert, aber scheint nicht so schlimm zu sein. So. Hinten. So, vielleicht noch mal ein paar. Okay, da sitzt der Schlüssel dafür drin. Ach, ich habe echt Angst um Masterschlüssel, dass wir die nicht finden. Das sind, glaube ich, gerade richtig die berechtigten Ängste, die ich habe. Ein kleiner Schlüssel. Oder da durch die Mitte. Das wäre halt auch so ein Ort. Entweder sind da Rubine versteckt oder das ist das ganz krasse Versteckte, wo eigentlich der Masterschlüssel drin ist. Wir holen ihn mal schnell. Ah, hier geht es nicht weiter. Also können wir mal schauen. Vielleicht ist doch hier der Masterschlüssel. Ich habe kein anderes Interesse mehr als die Masterschlüssel. Ach nee. Wo sind unsere Vollidioten? Bier auf einmal! Wollt ihr mich verarschen? So. Krieg ich jetzt nicht mal mehr Herzchen von denen getroppt? Unverschämtheit. Hier geht es also nach oben, so verdächtig. Als wenn da drüben was sein könnte. Oh, eine Fee, warte mal. Mhm. Immer noch kein Master, nee. So, dafür haben wir Neffi. Nee, ich will nichts von dir. Ich möchte die Fee sicher verwahren. Wir gehen jetzt mal kurz raus und schauen, was da hinten drin ist, weil es könnte echt sein, dass da der Masterschlüssel drin liegt. Wäre blöd, wenn wir die nicht hätten. Wenn wir gleich wieder vom Boss stehen und denken so, ups. Ging uns ja schon mal so. Hust der coole Zeitschrein. War.
Ernsthaft? Dafür hast du dich jetzt schnell in Wolf verwandeln müssen. Cool, 5 Rubine. Danke, dass du mir das während dem Kampf hier... zum Menschen werden. Irgendwie ist da keine Schatztruhe. Ah. Rätselchen. Okay, dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Zelda Twilight Princess. Bis dahin. Bye.